Ihr kennt das sicherlich. Ihr sitzt auf der Couch und wisst trotz unendlicher Auswahl an Filmen und Serien auf ebenso vielen Streaming-Anbietern nicht, was ihr schauen sollt. Durch die große Auswahl an Content passiert es oft, dass wir gar nicht wahrnehmen, wie toll unsere Welt mit dem sofortigen Zugriff auf jegliche Inhalte ist und wir uns eher nach einem noch größeren Blockbuster sehnen, der meist im Kino läuft. Doch wenn wir uns dann dazu entschließen, uns rauszubewegen und diesen Megafilm anschauen, bleibt trotzdem ein leeres Gefühl über, das den Durst nach noch größerem Content nur weiter antreibt. Genau das ist die Content-Maschine unserer Zeit und sie hat ein gehöriges Problem. Immer größere Filme werden immer dümmer und ich möchte mir heute mit euch anschauen, warum das so ist. Während wir heutzutage mehrmals im Jahr mit großen Blockbustern wie Superheldenfilmen, Actionfilmen oder Remake-Franchise-Fortsetzungsfilmen, die eventuell keiner gebraucht hat, beliefert werden, mussten wir vor einigen Jahrzehnten noch nach dem neuen großen Hit suchen, der die Zuschauer ins Kino lockte. Große Blockbuster wie Alien oder Independence Day waren die Ausnahme, spielten als große Filme ihrer Zeit aber Millionen ein und gelten heutzutage immer noch als Klassiker. Im Jahr 1998 war jedoch die Wende dieser eher raren Filmauswahl erreicht, als erstmals zwei große Katastrophenfilme in einem Jahr starteten, in deren Mittelpunkt die drohende Auslöschung der Menschheit durch eine Asteroidenkollision mit der Erde stand. Mit Deep Impact durfte die Regisseurin Mimi Leder für Paramount Neuland betreten und als seltene weibliche Filmemacherin einen der umsatzstärksten Filme des Jahres inszenieren. In der anderen Ecke stand Michael Bay für Disney, der mit Bad Boys und The Rock bereits zwei große Actionfilme geschaffen hatte und sich nun mit Armageddon an einen Katastrophenfilm ranwagen sollte. Das Konzept, dass ähnliche Filme zur gleichen Zeit in Produktion gehen und um die Aufmerksamkeit des Publikums konkurrieren, nennt man Dueling. Manchmal ist es reiner Zufall, aber oft geht es darum, dass die Studios einem Trend hinterherlaufen wollen, solange er noch aktuell ist. Wenn man an Ants und gleichzeitig Das große Krabbeln oder Volcano und Dante's Peak denkt, wird schnell klar, dass die Filme mit identischen Absichten in Bezug auf Produktion und Vertrieb veröffentlicht wurden. Katastrophenfilme sind bis heute ein häufiger Bestandteil der Hollywood-Unterhaltung. Und so war es auch 1998 so, dass Disney und Paramount vermeintlich gleichzeitig auf die gleiche Idee gekommen sind. Aber war das wirklich so? Laut Bruce Joel Rubin, dem Co-Autor von Deep Impact, machte sich ein Produktionsleiter von Disney während eines Mittagessens Notizen über alles, was er über sein neues Projekt gesagt hatte, und nahm diese dann mit in sein Heimatstudio, um das vorzustellen, was später Armageddon werden sollte. So schnell wie diese Idee abgeguckt war, so schnell waren auch zwei Filme produziert, die ähnlicher und doch irgendwie anders nicht sein konnten. Während beide Filme einen ähnlichen Aufbau von einem Asteroid und einer drohenden Katastrophe haben, lässt sich Deep Impact Zeit und baut eine Vielzahl von Charakteren auf, die von einer Katastrophe betroffen sind, während Armageddon eine hochkomplexe Achterbahnfahrt sein möchte, die dem Publikum die Subtilität praktisch um die Ohren haut. Der Subtext ist in diesem Film fast nicht vorhanden. Figuren sagen, was sie fühlen, und auch sonst wird immer das getan, was am offensichtlichsten erscheint. Und dreimal dürft ihr raten, wer das Rennen um den ersten Platz am Ende für sich entscheiden durfte. Mit 349 Millionen Dollar Einspielergebnis erlag Deep Impact Armageddon um ca. 200 Millionen Dollar und zeigte mal wieder auf, dass die meisten Menschen vermeintlich einfach nur unterhalten werden wollten und sich bei einem Katastrophenfilm nicht für eine komplexe Handlung interessieren. Und wenn wir das mal auf die heutige Ära des Blockbuster-Kinos übertragen, kann man schon Parallelen erkennen. Es ist das passiert, was wir alle früher schon ahnten, aber nicht sehen konnten. Durch die wachsende Anzahl der Streaming-Anbieter wurde das Kino ein wenig kleiner. Früher noch der Ort, an dem man die großen Anti-Helden wie King Kong oder Terminator bestaunen konnte, gleicht das Kino heute eher einem weiteren Ausgleich für bessere Bild- und Soundqualität, einem einfachen Gemeinschaftserlebnis
oder der bloßen Abwechslung vom Netflix and Chill-Alltag auf der Couch. Und daher wird auch der Content immer größer, mit dem die Studios, aber auch die Kinobetreiber wieder mehr Leute in die Lichtspielhäuser holen wollen. Das Problem dabei ist allerdings nicht das Warum, sondern das Wie. Wir bekommen Remakes, die wir nicht brauchen, teilweise banale Stories mit austauschbaren Figuren und große Helden, die so wenig emotionale Tiefe bieten wie eine RTL-Doku am Samstagmittag. Die kleinen Perlen sucht man am heutigen Horizont der Kinoleinwand vergebens, und auch wenn wir regelmäßig neue und frische Ideen geboten bekommen, stumpft eine immer gleiche Formel, auf der diese Ideen basieren, langsam ab. Die Ausrichtung auf eine breite Zielgruppe führt dazu, dass die Komplexität und Subtilität von Drehbüchern reduziert wird. Filme müssen heutzutage oft auf der ganzen Welt funktionieren und verschiedene kulturelle Hintergründe ansprechen. Dies führt natürlich zu einer Vereinfachung der Inhalte, um möglichst vielen Zuschauern gerecht zu werden. Actionfilme wie die Transformers-Reihe sind für ein internationales Publikum konzipiert. Dadurch werden die Dialoge oft einfach gehalten und auf visuelle Effekte und Spektakel gesetzt, um die Handlung zu tragen. Und das führt dann zu einer Vernachlässigung von komplexen Charakterentwicklungen und halt intelligenten Dialogen. Bei Komödien ist das nochmal anders. Diese müssen oft auf einen breiten Publikumsgeschmack abgestimmt werden, was zu humoristischen Elementen führt, die auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abzielen. Dadurch gehen teilweise die Nuancen und intelligenter Humor verloren, um eine größere Menge an Lachern zu erzeugen. Was sollte sich also ändern? Würde man mich fragen, würde ich sagen, dass wir uns wieder mehr Zeit lassen sollten. Auch wenn das in Hollywood, die schon immer schnell den nächsten Goldbarren sehen, echt unrealistisch klingt, würde es den Produzentinnen und Produzenten gut tun, sich wieder mehr mit Figuren und Geschichten zu befassen, die innovativ, aber auch klug sind und eine Richtung einschlagen, die vielleicht noch von niemandem bedacht wurde. In Zeiten von immer schnellerem und einfacherem Streaming werden wir alle bald merken, dass wir das nicht mehr wollen, und dann muss auch Hollywood umdenken und uns statt mehreren Fortsetzungen von nie enden wollenden Franchises viel zu alten Legacy-Charakteren oder Remakes mit platteren Geschichten als im Original endlich mal wieder Filme zu bieten, die als neue Klassiker angesehen werden können. Vielleicht können wir das Rad aber auch gar nicht durchbrechen, denn auch wenn dieser Wandel irgendwann passiert und vielleicht auch durch die aktuelle Streiklage schneller kommt, als wir denken, könnten in 30 Jahren unsere heutigen Klassiker ein Remake beschert bekommen und der ganze Kreis beginnt von neuem. Man muss aber auch nicht alles hinterfragen und darf sich auch einfach mal berieseln lassen. Nicht jeder Film muss eine komplexe Handlung bieten, denn tolle Alltagspausen lassen sich ja auch damit erzeugen, dass sich einfach zwei transformierte Autos auf dem Bildschirm hauen. Denn Kunst ist das, was man selbst draus machen möchte. Wie seht ihr das? Kommt ihr damit klar, dass wir immer größere und dafür dümmere Filme geboten bekommen? Oder boykottiert ihr jeden Film dieser Art und macht einen größeren Bogen darum? Eure Meinung in den Kommentaren würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr meint, dass die Unterhaltung, die ihr in diesem Video bekommen habt, interessant und lehrreich war, würde ich mich über ein Like gegen den Strike sehr freuen. Haut rein und bis zum nächsten Video.